Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit unserer Civilization Beyond Earth Partie. Was ich hier gesehen habe, wir sind hier relativ dicht am Erdöl. In 8 unten ist es soweit. Kaufe ich das Feld? Ich glaube, ich kaufe das Feld einfach mal, dann haben wir es schon. Wird das als nächstes genommen. Und die beiden, oder eins von denen. Weiß ich gar nicht genau, ob er alle drei nimmt oder nur eins. Wahrscheinlich nur eins. Er nimmt, glaube ich, immer nur eins. Und dann können wir hier schon mal Erdöl abbauen. Denn Erdöl bekommen wir immer nur dadurch, dass wir mit der guten Elodie handeln. Und da wollen wir uns mal ein bisschen unabhängiger machen. Und darum habe ich das jetzt mal erschlossen. Das sind noch, glaube ich, sechs Stück. Genau, sechs Erdöl. Das müssen wir dann nur mal bewirtschaften. Beziehungsweise mal einen Bautrupp dahin schicken. Gute Elodie möchte Titan von uns. Ja, na gut. Wir haben immer noch genug Titan für uns dann über, denke ich. Immer noch sechs dann. Und so viel brauchen wir ja gerade auch nicht. Dann wollen wir mal nicht so sein, dann geben wir das mal. So, hier haben wir das Netzwerk eingerichtet und als nächstes versuchen wir dann mal ein bisschen Energie abzuschöpfen. Wir haben auch schon eine ganz gute Palette an Spionen hier, muss ich sagen, mittlerweile. Das kann sich doch auf jeden Fall schon sehen lassen. Nächste Runde. Die kommen jetzt, denke ich, auch gleich mal aufs Festland. Was ich interessant finde, ist, dass die KI-Gegner auf diesem Schwierigkeitsgrad relativ wenig Städte gründen, meiner Meinung nach. Wenn man hier unten sich das mal anguckt, also, ja, die Kavita Taku, die hätte hier noch genug Platz, um hier vielleicht noch die ein oder andere Stadt locker hinzubauen. Und sich so ein bisschen weiter, ja, auszubreiten. Scheinbar geben die sich mit drei Städten am Anfang auf jeden Fall zufrieden. Bis zur Runde 209, ja. Also, ich denke, da geht mehr. Ich denke, da geht mehr. Unser Agent konnte Energie abschöpfen. So, dann, was machst du denn jetzt hier? Du machst das gleiche doch nochmal. Würde ich sagen. Produktion wählen. In Fortune. 35 Runden. Ich würde das hier auch ganz gerne mal bauen. Das würde ich auch ganz gerne mal bauen. So, aber erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Nahrung ist wichtig. Darum bauen wir dort etwas, was die Nahrung erhöht. Was bauen wir in Vanguard? In Vanguard bauen wir gerade ein Wunder. Schicken wir doch da mal jetzt als nächstes den Handelskonvoi hin. Was? Mein Spionage-Abwehragent haben einen ihrer Agenten getötet. Warum führen sie Geheimoperationen in meiner Stadt durch? Das nächste Mal lassen meine Agenten sich nicht erwischen. Ja. Das ist im Übrigen keine gute Idee, das immer zu machen. Also wenn man, wie gesagt, auf den höheren Schwierigkeitsstufen spielt, denke ich, dann sollte man sich mit der KI auch versuchen, gut zu stellen. Und weil, ja, also nicht immer so auf, also diese Haut drauf Antworten geben, so wie ich es jetzt hier mache in diesem Teil. Allerdings kann ich es mir auch leisten. Wie gesagt, ich bin punktemäßig weit oben und ich habe jetzt auch keine Angst, dass mich jetzt hier irgendwer militärisch auseinandernimmt. Ich denke, ich bin da ganz gut aufgestellt. Plus 5 Stadtkultur durch Soma destillieren. Destillerien, glaube ich, sind's. Ich glaube, ich nehme die Kultur. Gesundheit haben wir mehr als genug. Welches Gerät war denn das? Oder welches, haben wir denn das? Das Netzwerk frei? Die haben aber schon viele Gebäude. Haben wir wohl noch gar nicht gebaut hier, wa? So wie es aussieht, nicht. Okay, ein Geheimagent. Operationen wählen. Wissenschaft möchte ich. Möglichkeit immer Wissenschaft. Jetzt haben wir natürlich einen verloren. Weil sie den wohl getötet hat. Chimbumba konnten wir Energie abschöpfen. Haben wir fast alles gebaut, ne?
zwei Gebäude, die noch in Liberty fehlen. Die kriegen wir, denke ich, auch noch gebaut. Venga, volvámonos más ricos. Ich möchte auch Titan für einen Gefallen. Wie wäre es denn mit Wissenschaft pro Runde? Möchte er mir nicht geben. Wie wär's mit Energie? Lo sentimos. Naja, komm. Dann tue ich dir den Gefallen. Weiß allerdings auch noch nicht, wofür man den immer so einlösen kann, also. Handelskonvoi, ein nach Axiom. Funktion wählen. Ich baue jetzt hier mal diese Gleichung. Das möchte ich jetzt mal wissen, was da passiert, wenn man das fertigstellt. Okay, Verdammung. Ja, das hat ihr jetzt natürlich nicht gefallen, dass wir ihr da jetzt zwei Expeditionen sozusagen geklaut haben. Und ja, nun gut. Tut uns leid, aber das war einfach so verlockend. Was machen wir jetzt mit dem Guten? Hier unten gibt's nichts mehr zum Graben und zum Sammeln. Ich denke, ich schicke ihn mal hier übers Wasser jetzt in die andere Richtung. Gibt's auch nichts mehr zu sehen. Questentscheidung. Lebensmittel, 5% Stadtnahrung durch Zivilmessen oder 10 Arbeitergeschwindigkeit. Ich denke, ich nehme die Nahrung. Ein bisschen schnelleres Wachstum kann nie schaden. Was haben wir hier bekommen? Technologie namens Alienethik durchführen. Okay, ich glaube, dann können wir die Technologie schneller erforschen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wir wurden verdammt und eine Quest wurde abgeschlossen. Eurolabor bauen. Funksignal bauen sie. Okay, wir haben eigentlich nichts Besonderes mehr. Den Wurmkiller könnten wir noch machen. Wenn wir mal einen Wurm finden, einen Belagerungswurm, dass wir so einen mal töten. Aber ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Ein Handelskonvoi sollten wir eine neue Route zuweisen. Schicken wir den doch nach Liberty. Ja. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich da auf die Drohne geklickt und die hat mir meinen Erkunder zerstört. Nun gut, was soll man machen? Das war jetzt mein Fehler. Chemie ist nur ein Werkzeug. Und ein Werkzeug ist immer nur so nützlich, wie man es nutzt. Okay, damit haben wir die Transgenetik freigeschaltet. Und damit die Genschmelze und das, den Prometheaner. Was ist das jetzt? Das ist wahrscheinlich ein Wunder, hatte ich ja schon vorhin vermutet. Schauen wir gleich mal. Du gehst wieder dahin. Ja, genau, ist ein Wunder. Und kein schlechtes, muss ich sagen. Mit einem freien Wert, den man sich dann aussuchen kann. Das werden wir versuchen auch zu bauen. Wie gesagt, wir bauen ja eigentlich eh alle Wunder, die es hier irgendwie so gibt. Was haben wir jetzt? Wir haben irgendwo was bei den Siegbedingungen, glaube ich, freigeschaltet. Sehe ich das richtig? Transzendenz, was ist das hier? Ah, genau, wir haben die Transgenetik erforscht. Wir müssen jetzt doch die Schwarmintelligenz und die Nanorobotik erforschen, um hier voranzukommen. In diesem Zweig. Ja. Dann wissen wir jetzt auch schon mal so ungefähr, was man bei diesen ganzen Siegbedingungen machen muss. Das Einzige, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist wie gesagt dieses Kontakt. Aber das werden wir wahrscheinlich auch gleich mal rausfinden, wenn wir hier diese transzendente Gleichung mal gebaut haben. Okay, ein neuer Geheimagent wurde rekrutiert. Und ich glaube fast, dass ich den einfach mal hier auch in Central lasse. Denn das erhöht die Chance für erfolgreiche Operationen für jeden Agenten im Hauptquartier. Ja, lassen wir den einfach mal im Hauptquartier. Ich denke, das ist ganz gut. Dann, steigern wir damit die Chance ein bisschen, dass wir Energie stehlen, Forschung oder halt eine komplette Technologie. Einen Wert entwickeln.
Was nehmen wir jetzt? Hier haben wir jetzt den Synergiebonus freigeschaltet. Das hier würde ich ganz gerne eigentlich haben. Plus 25% Produktion für Gebäude, die bereits in der Hauptstadt gebaut wurden. Oder wir gehen hier rauf. Das hier würde bedeuten, dass wir quasi den nächsten Kulturwert schneller freischalten und den dann halt irgendwann auch bekommen. Ich denke, wir nehmen erstmal das, ja. Was wird es denn hier geben? Hier wird es auch nochmal einen kostenlosen Wert geben und nochmal einen Geheimagenten. Oh, eine kostenlose Affinitätsstufe. Das ist auch interessant, aber da werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Weil da müssten wir noch einige Punkte freischalten in diesem Horizontale hier. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Gehe ich zumindest davon aus. Ich denke, dass wir vorher gewonnen haben. Erinnert mich an nichts Geringeres als den Höhepunkt von Versailles, wobei jeder Mann und jede Frau ein Sonnenkönig oder eine Sonnenkönigin ist, umgeben von kriecherischen Höflingen. Da haben wir das nächste Wunder, nämlich die Drohnensphäre und wieder plus 2 Wissenschaft. So langsam geht's, ne? So langsam geht's mit 239. Sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier haben wir nochmal eine Questentscheidung. Plus 1 Gesundheit. Produktion für Militäreinheiten. Ich denke, mit Militäreinheiten werden wir nicht mehr so wirklich bauen. Also nehmen wir die Gesundheit. Die Genschmelze. Wo sind wir gerade? In Vanguard. Okay. Ja, das ist natürlich auch richtig mächtig hier, dieses Wunder. Wir haben auch richtig viel Geld, ne? Haben hier aber nichts, um wirklich unsere Produktion zu steigern. Ich denke, wir gehen jetzt hier auf diesen Prometaner oder Prometena, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und stellen hier mal den Produktionsfokus ein. Zivilmesse, hier könnte man auch nochmal richtig was rausholen, wenn man hier auf Nahrung geht. 51, 54, 53. Wie lange brauchen wir denn? 12 Runden bis zum nächsten Bürger, 11 Runden, 10 Runden, 9 Runden. Das dauert 18, 17. Ja, für die eine Runde lohnt sich das, denke ich, nicht. Dann machen wir das so. Weiter geht's. 2 Runden haben wir hier diese transzendente Gleichung abgeschlossen. Da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Du gehst wieder nach Vanguard. Da bauen wir gerade ein Wunder. Hier haben wir noch einen Spezialagenten. Du gehst Wissenschaft klauen. Hat die Technologie, Human Idealismus gestohlen und bleibt unentdeckt. Okay. Ah, dieses Technologiestehlen, das gefällt mir gut. Das macht Spaß. Du warst hier. Ja, dann geh da wieder hin. Ein Handelsschiff. Hekima-Station. Okay. Nach und nach scheinen alle unsere Handelsschiffe wieder anzukommen, dass wir die wieder neu zuweisen müssen. Oh, was haben wir hier? Neuterranischer Mythos. 4 Kultur. 17 Runden. Okay, was können wir hier sonst noch so machen? Genschmelze, das geht alles auf Wissenschaft hier. Das wäre gut. Und die Zeltzuchtstation hätte ich noch ganz gerne. Packen wir die mal Klinik zur Liste hinzufügen. Hier unten noch die Zeltzuchtstation. Und die anderen Dinge brauchen wir nicht so unbedingt. Obwohl doch, das hier brauchen wir noch. Produktion für Landeinheiten brauchen wir nicht. Ne, der Rest brauchen wir nicht. Würde ich mal so meinen.
Zumindest nicht zwingend. Also lassen wir das mal. Hier unten. Tja, hier unten haben wir auch alles gebaut, ne? Wie sieht's da aus, wenn wir hier auf Produktionsfokus gehen? 44. Würde dieses Wunder 34 Runden dauern. Ne, geht da mal doch wieder auf den Nahrungsfokus. Und baut da mal noch die Genschmelze. So. Transzendente Gleichung von, Moment, sind das wir nicht? Tatsächlich, das sind wir doch. Wir haben die Gleichung freigeschaltet. Oder? Hatte ich hier gebaut, genau. Die ist jetzt fertig. Hier können wir jetzt dieses Wunder bauen wir jetzt. Da dauert 24 Runden. Ich denke, das können wir machen. Hier haben wir auch den Produktionsfokus. Das ist alles gut so. Da hat die gute Elodie das Nanothermit vollendet. Hier haben wir Tatsache, dass von... Okay, wir wurden verdammt. Ach nee, hat keinen Einfluss mehr und wir haben ein Alien-Nest entdeckt. Wieder hier oben an dieser Stelle. Langsam nervt's mich. Egal, ich lasse es da jetzt einfach. Bisher hat es uns noch keine Probleme gemacht und ich denke, das wird auch so bleiben. Hier unten der Bautrupp. Irgendwo hatte ich doch vor... Ah ja, guck mal, da baut er schon das Öl ab. Na gut. Ich denke, ich lasse den auch jetzt automatisch bauen. Die scheinen mir ja ganz gute Arbeit zu leisten hier. Wie gesagt, da der hier unten ja auch schon das Öl abbaut und so. Gehe ich mal davon aus, dass die das alle ganz gut machen. Unten im Eis gibt es wahrscheinlich auch wenig zu entdecken. Am einfachsten gewinnt man das Spiel, wenn man die Regeln schreibt. Die Protogenetik haben wir freigeschaltet und damit den nächsten Vorherrschaftspunkt in Affinität. Die nächste Affinität-Vorherrschaftspunkt, so. Plus ein Kultur durch Akademie-Modernisierungen. Biologie ist Entropie. Warum sich für das Chaos entscheiden, wenn der Pfad zur Ewigkeit direkt vor unseren Füßen liegt? Ja, da sieht man es nochmal, dass wir den 9. Punkt jetzt freigeschaltet haben. Viel fehlt nicht mehr. Müssen wir jetzt gleich noch eine Forschung wählen. Allerdings vorher erstmal noch die Verbesserung für unser Raketenfahrzeug. Und zwar wird da jetzt ein Erzieher draus. Vorteil wählen, was haben wir da? Entweder 30% beim Angriff auf verwundete Einheiten. Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal beim Panzer gewählt, wenn mich nicht alles täuscht, beim Kampfpanzer. Oder 20% neben freundlich gesinnten Einheiten. Plus 20%. Ich denke, ich nehme auch hier wieder das auf verwundete Einheiten. Und ja, dann fehlt hier nur noch ein Pfad, glaube ich. Ein Pfad. Und dann haben wir den auch komplett freigeschaltet. Wird es dann auf den Erlöser gehen? Vermutlich. Hier müssen wir noch eine Operation wählen und da versuchen wir, eine Technologie zu stehlen. Ja. So, was gehen wir als nächstes an? 16 Runden, das haben wir freigeschaltet. 16 Runden. Das hier würde 6 Runden dauern, plus 4 für die Terraverformung. Terraformung heißt es. Das hier würde 16 Runden dauern. Was bekommen wir da? Da bekommen wir nochmal eine Einheit. Hier würden wir Wetterkontrolleinheit bauen können. Plus ein Nahrung. Auf Geländefeldern, die ihnen gehören. Generiert während ihrer Lebensspanne grundsätzlich grundlegende Ressourcen auf nicht modernisierten Geländefeldern. Wie könnten wir dann mal dieses Schwebstein abbauen, wenn wir hier hingehen? Ich denke, das machen wir. Gehen wir zur Klimakontrolle. Dauert 10 Runden insgesamt.
Das ist, denke ich, eine gute Wahl. So, du gehst bitte nach Vanguard, denke ich. Warst vorher hier. Oh, hier würden wir ganz gut Wissenschaft bekommen. Ja, geh mal dahin, da gibt es mehr Geld und mehr Wissenschaft. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier haben wir doch eine Akademie gebaut, genau. Und da kriegen wir jetzt auch diesen einen Kultur dazu. Ist doch ganz schick. Was baut er hier eigentlich? Fabrikanlagen, okay. Was bringt Fabrikanlagen? Okay, auf dem Feld jetzt nicht so viel, da wir hier halt schon eine Modernisierung haben. Ich lasse ihn auch automatisch bauen. Die werden das schon machen, ich habe da Vertrauen. So, noch die ganzen Handelskonvois zugewiesen. Und jetzt geht es noch an eine Questentscheidung. Plus 10 Nahrung bleibt erhalten nach Wachstum, das hört sich gut an. Ein Geheimagent durch KEV wiegen. Ich nehme die Nahrung. So, was haben wir jetzt hier? Konnte keine Energie abschöpfen und wurde entdeckt. Okay. Versuch's nochmal. Ja, dann können wir die nächste Runde einläuten. Hier oben hatte ich doch eigentlich auch noch einen Erkunder. Ach nee, genau, der ist mir durch meinen dummen Fehler gestorben. Jetzt habe ich, glaube ich, gar keinen mehr Erkunder. Doch, den unten links noch, der hier unten diese Weltmeere noch erforscht. Du gehst bitte nach Liberty wieder. Dann haben wir einen Agenten, der kann... Ah, da fehlt noch ein bisschen Intrigenlevel, damit wir hier die... Wissenschaft stehlen, freischalten können oder anwenden können. Produktion wählen. Probieren wir hier doch noch dieses Wunder oder bauen wir erstmal die Genschmelze? Genschmelze dauert 7 Runden. Machen wir es so, bauen wir die erstmal. Hm, da fehlt der Ton, die Vertonung scheinbar. Wir haben die Terraformung freigeschaltet mit einem komischen Brunnen, den Schwebsteinbruch und die Terra-Landschaft. Sieht ganz gut aus, ist wahrscheinlich wieder ein Wunder, würde ich fast tippen, oder? Geländemodernisierung, die vom Bautrupps auf beliebigem Terrain gebaut werden kann, gewährt plus 2. Oh ja, das sieht gut aus. Kann nicht beim Miasma existieren. Kostet 6 Unterhalt. Ja. Das sieht ganz schick aus. Prophet. Wo haben wir den denn jetzt her? Durchs Wunder vielleicht. Ja. Dann macht er mal Bereitschaft. Schicken wir nach Central. Hier haben wir noch einen... Spion, der nichts zu tun hat. Und der 231 Wissenschaft stehlen, das ist gut. Du gehst bitte nach Liberty. Hatte ich nicht gesagt, dass er Bereitschaft machen soll? Ach nee, das war wahrscheinlich... Haben wir jetzt 2 davon bekommen? Oder wurden die nur aufgewertet? Ich glaube, die wurden aufgewertet. Die hatten wir wahrscheinlich vorher schon die ganze Zeit. Eine Orbitaleinheit nähert sich dem Ende. Was ist das denn? Laserkommen-Satellit, okay. 15 Wissenschaft hat er gebracht die ganze Zeit. Okay, hier haben wir alles gebaut. Ich denke, hier baue ich jetzt einmal dieses Wunder. Das versuche ich da jetzt. Dann gehe ich hier auf Produktion. So, das Ganze noch 14 Runden. Ja, das können wir so machen. St
Stadt hier ist auch schon relativ groß. Funktioniert, quand on comprend l'autre. Ja, das behalten wir bei, unser Handel. Die können sich hier ruhig bekriegen. Scheint Land zu sein. Und dann verschanzt dich da jetzt mal. Und nerv mich nicht die ganze Zeit. So, was haben wir hier? Ein Stein gemeißelt. Bauen Sie hier eine Expedition. Alte Grabstätte. Okay, das können wir doch machen. Das können wir doch machen. Wie sieht's eigentlich aus? Wir hatten doch jetzt Kontakt. Ah. Entdecken Sie das Stammsignal. Ein von zwei Teilen abgeschlossen. Okay. So, wir müssen einen neuen Wert wählen. Und was nehmen wir? Hier würden wir als nächstes plus 10 Kulturen in jeder Stadt bekommen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier daraus auf jeden Fall einen Wert. Frage ist nur welchen. Plus 1 Gesundheit pro 6 Bevölkerung in einer Stadt brauchen wir, denke ich, nicht. Minus 40% Wissenschaftsmalus durch Stadtanzahl für neue Technologien. Hört sich ganz gut an. Sie hatten 30 Wissenschaft durch den Abschluss von Expedition. Nee. Sie erhalten Kultur zusätzlich entsprechend 30% des zusätzlich an Gesundheit. Sie erhalten Energie zusätzlich. Ich denke, ich nehme den Wert hier. Minus 40% Wissenschaftsmalus durch Stadtanzahl für neue Technologien. Ja. Aktuell dauert unsere Klimakontrolle 2 Runden. Schauen wir mal, wie es gleich aussieht. 1 Runde. Auf jeden Fall was gebracht. Schon mal 1 Runde eingespart. Okay. Wo ist unser... Da haben wir ihn. Ich denke, wir kaufen noch schnell einen Erkunder, damit wir hier diese Ausgrabung da mal machen können. Wir haben ja mehr als genug Geld. Dazu müssen wir einmal diese Kriegseinheit hier aus der Stadt schicken. Um dann den Erkunder kaufen zu können. So. In der nächsten Runde schicken wir den dann quasi hier hinten hin und werden dann mal diese Grabstätte ausgraben. Allerdings machen wir das nicht mehr in dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao.